Let's Play The Evil Within, Kapitel Nummer 3, die Clown der Horde, bei Kein Plan Gaming. Es ist Halloween. Und ich kann schon versprechen, dass dieses Kapitel jetzt ziemlich intensiv wird. Ich achte darauf, dass der Ladebildschirm crazy wird. Okay, da waren Hände. Da waren blutige Hände. Wow. Mehr kommt da nicht. Na gut. So, geht schon los. So richtig. Gleich voll dabei, ja? Im letzten Kapitel sind wir runtergesprungen auf der Flucht vor den Gegnern und die stehen eigentlich alle noch da oben, aber haben irgendwie das Interesse verloren gehabt. Okay. Das müssen wir mal gucken. Kann es sein, dass wir bei jedem Kapitel am Ende irgendwo runterfallen? Nein. Vielleicht. So. Clown der Horde. Jawohl, schönes Gewitter. Gucken, da ist eine Lampe, willst du ihn nicht mitnehmen? Ich hab hier meine Lampe. Achso. Siehst du? Er hat immer eine Hosentasche, so wie Lara Croft. Mal gucken, wo er die jetzt hinpackt. Okay, gut, er hat sie wirklich die am Bein hängen. Das ist in Ordnung. Du? Ich nehme alles zurück. Das ist sehr gut. So, ist hier im Boot irgendwas Interessantes. Der hat da vorhin so drauf geguckt, als wir runtergesprungen sind. Aber es ist eine unsichtbare Wand. Ja, irgendwie ja. Schön. Unsichtbare Wände sind die besten. So, das sind die besten Wände, ja. Hier ist kein Item drin, ne? Wollt ihr mich denn verkackeiern? Ei, ich will jetzt ein Item. Wie sieht's eigentlich mit unserer Munition aus? Pistole, 6 Schuss, passt. Hatte ich noch eine andere Waffe? Seit wann habe ich denn die doppelläufige Flinte? Markus, weiß ich nicht. Hattest du die schon immer? Nee. Und seit wann habe ich denn das... Ah, es kann sein, dass ich dieses... Ich hatte diesen einen DLC gekauft, The Fighting Clans. Es kann sein, dass ich jetzt immer, wenn ich das Spiel neu anfange, in einem Kapitel diese Items geschenkt kriege. Das war mein Key sozusagen dabei, als ich den gekauft habe. Egal. Okay, egal. Was auch immer du gerade gefaselt hast. Ich ignoriere das. Oh, da oben ist was. Ist da ein Drache? Sind ganz viele Streichhölzer. Hast du die mitgenommen? Oh, ich muss die verbrennen hier. Die haben sich nicht bewegt. Kannst du da jetzt durchlaufen? Ja. Ich muss nur aufpassen, weil hier oben ist irgendwas. Ist gerade eine Tür aufgegangen. Eine knatschige Tür ist aufgegangen, ja. Ich sehe aber noch nichts. Du siehst auch nichts, oder? Nee. Vorsichtig weiter. Boah, sag mal! Warum läuft der auf einmal so salopp da runter? Oh, wo sind wir denn hier? Du kannst nicht zurück. Shit. Shit! So. Das ist eine Art Dorf irgendwie, oder? Mhm. Gucken, ob wir hier irgendwas finden. Hier vorne ist so eine Hütte. Da hängt einer. Ich lasse den mal erstmal in Ruhe. Wenn er da hängt, kann er ja nicht runter, ne? Ah, denkst du. So, wir können mal eine von diesen Spritzen benutzen. Warum? Weil wir hier gerade eine finden, die wir sonst nicht mitnehmen können. Ach so. Das ist eine gute Idee, Markus. Beschlau. Schon 10.000. Wir hatten noch keine Gelegenheit, das einzulösen, ne? Muss ja irgendwo ein Spiegel sein. Ja. Ich finde, das ist so düster. Sag mal, warum macht das nicht kaputt? Das ist ein unverwundbares Fass. Super. Toll. So, was haben wir hier? Schrott. Knatschige Tür. Mit einem Bild und einer Axt. Willst du dir die Axt nicht angucken? Sofort. Ich werde erstmal hier gucken. Die Axt kann ich als Nahkampfwaffe mitnehmen. Siehst du, die habe ich jetzt oben als Waffe und wenn ich jetzt so einen Zombie habe und dem auf den Schädel kloppe, dann ist es sofort hinüber. Ja, schön. Oh ne, jetzt habe ich das gegen eine Flasche eingetauscht. Das will ich nicht. So, vorne ist noch ist die dann, kannst du die nur einmal benutzen, die Axt?
Ja, die kann ich nur einmal benutzen. Ach so. Diese Stielhandgranate ist ein Relikt von vor 100 Jahren. Niemand weiß, wie sie in Privatbesitz gelangen konnte. Das ist ja ein Ding. Alter, mach dich nicht über diese Evil Within lustig, hallo? Markus, ich weiß nicht, warum du 3 Monate lang jeden Tag von The Evil Within gesprochen hast. Das ist lame. Macht, dass es nicht mehr so lame ist. Ich versuche das so spannend wie möglich zu spielen, ehrlich gesagt. Oh, guck. Da, das ist ganz lustig. Das sind Bomben, die man entschärfen kann, ja? Und in 90% aller Fälle geht das schief, wenn ich das mache, weil du hast wirklich nur eine Split-Second Zeit, um die zu deaktivieren und ansonsten fliegt die in die Luft. Ich versuche das mal gleich zu erklären, das Minispiel. Okay. So, da steht A, Nadel anhalten. Das heißt, gleich, wenn, also ich muss sozusagen gleich, fängt die Okay. Nadel an nach rechts im Uhrzeigersinn zu drehen und ich muss das so timen, dass es den Dass die blauen bei Bereich hält. Blau anhält. Aber sie ist fucking schnell und es gibt, wenn ich Und du reinre. kannst es nur einmal machen oder kann die immer drehen Nee, und nee, dann nur musst du. einmal. Sie dreht sich nur einmal rum. Und wenn ich es nicht schaffe, fliegt das Ding in die Luft und ich bin so gut wie tot. Okay, ja, Und schön, dass wir es jetzt das machen. Problem ist, es gibt so eine Art Input-Lag. Also ihr werdet das gleich sehen, ich werde es wahrscheinlich nicht schaffen. Oh! Markus. Knapp. Kann ich hier durch das Fenster durch? Wahrscheinlich kann ich es einhauen. Hier noch ein Item. Kann ich die Kiste auch kaputt machen? Sehr schön. Wie gesagt, bei meinem ersten Durchspielen wusste ich nicht, dass ich das kann. Und entsprechend, Das ist lange was ist denn gedauert. das dort, was da so funkelt? Ne, da leuchtet was. Konnte ich aber nicht aufnehmen. Ach so. Hä, warum nicht? Wow, das war eine Falle. Krass. Ja, bist nicht reingegangen. Gut. Hä? Frag mich nicht. So, wollen wir mal weiter gucken? Markus, da hängt so ein Bild, das sollst du angucken. Wo ist die Hier. Tür denn zu? Die war vorne auf. Guck dir das Bild an. Warte. Welches Bild? Das über dem Ding. Das ist. Ich kenne das gar Baum. nicht so richtig. Boot. Das ist so eine Art Boot. Und kannst du die Treppe da Kann hochlaufen? ich, aber ich wollte erstmal gucken, was hier sonst noch so ist, bevor ich jetzt. Vorne zum Beispiel waren wir noch nicht drin. Hast du auch Angst vor deinem Schatten, der plötzlich erscheint? Oh, hier ist ein Speicherraum, hörst du das? Aber wenn wir diese Musik hören, ist ein Speicherraum in der Nähe. Und da liegt wieder ein Tagebucheintrag von uns. Von uns selbst, ja? Ja. Tagebuch von Sebastian Castellanos, Dezember 2004. Mein erster Tag als Detective. Meine neue Partnerin, Mira Hansen, ist ein echter Kracher. Zäh und geradlinig. Genau mein Typ Frau. Aber ich muss aufpassen. Sie hat mich fast dabei erwischt, wie ich mir ihren heißen Arsch angesehen habe. Was für ein Sympath, oder? Wie soll ich denn jemanden dabei erwischen, wie er meinen Arsch ansieht? Wie sieht denn sowas aus? Muss sich schnell umdrehen und gucken, ob der Blick nach unten gerichtet ist. Ich bin so klein, der Blick ist immer nach unten gerichtet bei mir. So. Jetzt können wir zu diesem komischen Stuhl gehen und unsere Fähigkeiten aufwerten. Feeling better now? Jetzt macht sich immer so ein bisschen über uns lustig, ne? Hier ist ein neuer Zettel. Oscar vermisst. KCPD-Officer Oscar Connelly auf Patrouille verschwunden. Sein Wagen wurde am Stadtrand verlassen aufgefunden. Das ist doch der Typ, mit dem wir hier, der den Krankenwagen gefahren hatte. Der dann der erste Zombie war, der den Kopf gegessen hat. Ach so, okay. Warum ist der wohl vermisst gewesen? Ich kann übrigens hier in diesem Raum die Öffnungsanimation nicht verschnellen. Also es ist immer so langsam. Leider. So, jetzt würde ich sagen, als erstes machen wir die Sprintgeschwindigkeit. So.
das muss wehtun. Und mal gucken, bei den Waffen könnten wir. Würde ich jetzt tatsächlich sagen, machen wir die Genauigkeit oder kritisch Genauigkeit? Vielleicht machen wir beides. Weil es ist so, wir haben ja gesehen, wenn wir auf die Köpfe von den Gegnern schießen, dann ist es nicht immer so, dass es direkt ein Headshot ist. Und wenn wir die Genauigkeit hochleveln und die, dann ist es... Und ein bisschen daneben. Ich merke gerade, dass ich gar nicht weiß, was eigentlich... Ich weiß gar nicht, was genau der Unterschied ist. Da steht zwar für das Wackeln der Zielhilfe für bessere Zielgenauigkeit, aber es ist mir eigentlich egal, wenn ich das Auto-Aim habe. Markus, hast du gerade Quatsch gemacht? Wie viele Punkte haben wir noch? 5600? Soll ich Genauigkeit oder kritisch machen? Kritisch. Aber es kostet 3000. Soll ich das trotzdem machen? Ja. Okay. Ich kann auch Schadensmultiplikator machen. Mach das auch noch. Boah, jetzt sind wir schon total imbar zu Beginn des Spiels. Die sind gut, oder? Mal gucken. Noch hatten wir ja nicht richtig Probleme. Also noch nicht richtig ernstzunehmende Schwierigkeiten, mit denen wir umgehen mussten. Ich muss bei Gelegenheit endlich mal hier diese ganzen Speicherstände löschen, um nicht immer zu spoilern. Wahrscheinlich werde ich jetzt mit Let's Play mal so einen Spoilerkasten drüber haben, damit ihr nicht seht, wie die anderen Kapitel heißen. Ja, das wäre eine gute Idee. Ja, das mache ich auch. Wahrscheinlich habt ihr es gesehen und wahrscheinlich mache ich das schon seit Folge 1 und hab an alles gedacht. So. Warum hier diese Insekten immer zu sehen sind, weiß ich übrigens nicht. So, jetzt gucken wir uns in dem Haus hier nochmal ein bisschen um. Das sind zum Beispiel Flaschen. Wo ist eigentlich deine Axt hin? Ach ja, die verliert man übrigens, wenn man in den Spiegel geht. Das habe ich völlig vergessen zu sagen. Hier sind mehrere von diesen Fallen. Soll ich versuchen, die zu entarmen? Musst du, oder? Soll ich versuchen? Ja. Ich kann auch einfach dran vorbeigehen. Mhm. Okay, ich versuch's. Oh. Markus? Ja, es geht mir immer so. Ich kann das halt nicht. Das war echt knapp, ne? Ja, wahrscheinlich da leuchtet was beim Kamin. Gucken wir gleich. Bei dem geht's jetzt bestimmt schief. Oh. Du kannst das einfach gut. Also hör auf, hier so rumzujammern. Da ist eine Flasche unten. Reiß dich mal zusammen. Da kann ich reingucken, da haben wir so ein Fläschchen. Da kann ich mich drin verstecken, wenn ich will. Da können wir jetzt mal nach oben gehen und gucken, was da ist. Ich glaube, das erste Mal hatte ich mich hier gar nicht umgeguckt. Oh, da ist einer drinne. Gucken wir, okay. Wir gucken gleich mal. Erstmal hier zu Ende erforschen. So. Gehen wir mal rein. Who's there? No, don't shoot. I'm not one of them. I'm a doctor. Marcelo Jimenez. You were in the ambulance before it crashed, right? Yes, we're lucky to be alive. Have you seen anyone else? My patient Leslie. I saw him running up ahead, but... But? Come this way. Quietly, mind you. Ja, okay. Machen wir gleich. Jetzt mal forschen wir noch. Oh, Markus. Was? Willst du nicht erforschen? Ich weiß nicht, nee. Na gut, dann laufe ich ja direkt hinterher. Was gibt's? Have a look for yourself. Those things chased me all the way into the village. Me too. They're all over the place. Leslie went through that gate. Yes. Good lord. There are too many to shoot our way through. One of us could try to lure them away while the other gets the gate open. You're the one with the gun. If you say so. So. Kann ich irgendwas mitmachen? Also wir sollen sie weglocken, ja? Nee, er lockt sie weg und wir müssen uns durchkämpfen, das meint er, glaube ich. Ach so. Ups. Ah, damn them both thing. There is a crank on the terrace. You'll need to operate it if I'm to pass through. So. Okay. Oh, das habe ich eben gar nicht gesehen überhaupt. Warum nimmt das denn nicht auf?
Hä? Jetzt. So. Haben wir hier noch irgendwas? Das ist eine Tür. Over here! Here! Hey! Over here! That's right, this way! Meinst du, du hast ein Zeitlimit? That old guy is gonna get himself killed. Ich weiß nicht. Gegner in der Nähe. Wo kann ich mich verstecken? Oh shit. Sind hier reingekommen? Mehrere oder nur die? Mehrere, glaube ich. Ich höre jedenfalls ganz viele. Oh oh. Nein, da ist einer! Schlecht! Oh, das grüne Gel. Sorry. Ach, guck mal, das ist dieses Farmhaus, wo ich vorne drin war. So. Oh, wie, was verschlossen? Geschlossen, pass auf! Müsste ich eigentlich jetzt hier außen rum können, oder? Ja. So. Oh. Vielleicht kommen die mir nicht alle hinterher. Ich geh jetzt mal hier in die Leiter. Pass auf! Da ist irgendwas runtergefallen. Ja, ja. Sieht aber pass tot auf, aus. Leiche. Nee, ist tot. Ich glaube, wenn die Items verlieren, dann sind die immer richtig tot. Also muss man sich keine Sorgen mehr machen. Okay. Können wir uns von oben gleich einen besseren Überblick über die ganze Situation verschaffen, wo welche Gegner rumlaufen und so weiter. Ich glaube, das ist besser für uns. Ey, jetzt hast du auch eben Buffensausen bekommen, ne? Ich habe keine Angst. Okay. Neuer Gegenstand, Blendbolzen. Ein Sprengstoff für die Qualenarmbrust, der Gegner mit einem großen, grellen Blitz blendet. Geblendete Gegner können aus jeder Richtung mit einem Schleichangriff getötet werden. Aber wir haben noch nicht diese Armbrust, ne? Nee. Wo finden wir die denn? Achso, wir wollten ja gucken von hier oben, bevor ich jetzt wieder weggehe. Wir haben leider kein Fernglas. Oh, da konnte eben was angucken. Ach, siehst du, von hier aus können wir runtergucken. Da ist ein Balkon. Ja. Ist gut. Können wir hier noch gucken? Da unten ist eine Scheune. Aber ich sehe hier nirgendwo Gegner. Das nee. Irritiert mich gerade so ein bisschen. Er hat die weggelockt. Er hat alle? Die wirklich alle? Alle weggelockt. Ja. Okay. Jetzt macht das Tor hoch für ihn. Mensch. Markus. Sollen wir uns nicht vorher die Häuser angucken, ob hier irgendwelche Items rumliegen? Ja, okay. Haben wir nicht alle gesehen? Ich glaube nicht. Hier vorne. Also vorne konnten wir hier nicht durch, weil das Tor da vorne ja zu war. Okay. Ich würde sagen, da liegt zum Beispiel auch eine Bärenfalle auf dem Boden. Und da. Ach nee, es ist eine Lampe. Ich dachte eben, es ist eine Bombe. So. Da geht's noch rein. Aha, siehst du? Gut gemacht. Kann ich keine mehr mitnehmen. Oh, wir sind so gut ausgestattet, ey. Ja, wir spielen es auf einfach, ne? Das ach so. Markus, wieder. So. Wollen wir uns das Haus mal angucken? Oder? Ja, du wolltest jetzt alle Häuser angucken, dann machen wir das ja, auch. Ja, aber ich wollte halt nur kurz sprechen. Gegner in der Nähe. Wie Markus morgens. Ja, lustig. Voll der Krache, ey. Puh. Für mich ist das ganz schön spannend. Ich weiß immer nicht, ob ich das so ohne weiteres schaffe. Ey, weh, du stirbst. Pass auf. Kein Bock, dass du das nochmal machst. Ich weiß gar nicht, wo der letzte Speicherpunkt war, ehrlich gesagt. Also da ist irgendwo ein Gegner, aber man weiß ich glaub, nicht so wirklich hier wo. Unten. Aha. Der ist doch so angekettet. Oh, der ist festgekettet. Interessant. Der kann auch erstmal da bleiben, von mir aus. Ich habe jetzt kein Interesse, irgendwie einen Konflikt zu haben.
noch hier kaputt machen. Nochmal zwei von denen, das ist gut. Krass. Ich will auch runterklettern. Ich kletter hier runter, aber ich gehe da nicht zu nah ran. Ich habe Angst. Da weiß ich los, Mann. Das ist ein Schweinchen. Oh, wie cool! Aber da hinten leuchtete das rot. Hier ist eine Axt. Ja, das ist eine Bombe, glaube ich. So. Wir lassen das aber erstmal aus. Du bist gesehen! Oh, da oben ist einer. Versuch mich mal da anzuschleichen. Du bist immer noch gesehen. Ich weiß. Oh nein! Nicht jetzt stehen bleiben, Alter! Jetzt komm, hau den! Wow, den hast du ziemlich zerschmettert. Danke. Wow. Du bist aber immer noch gesehen, ne? Du wirst immer noch gesehen. Soll ich den verbrennen? Ich verbrenne ihn mal. So, jetzt kommen wahrscheinlich ein paar Gegner, weil die gesehen haben, wo ich hingegangen bin. Okay. Ja, deine Munition ist ja voll. Dann kannst du ja schießen, ne? Okay. Das ging ja sogar halbwegs gut. Hier haben wir Harpunenbolzen. Eine mächtige Harpune für die Qualenarmbrust, um Gegner aufzuschließen. Ich hätte gerne diese Armbrust. Ja. Wo kommt das alles? Ich breche nur einen Rollen. Vorne liegt irgendwas. Armbrust! Das ist sie. Das ist die Qualenarmbrust. Juhu. Schön. Die hätten wir aber leicht übersehen können, oder? Explosivbolzen. Explosiver Sprengstoff. Sprengkopf für die Qualenarmbrust, der in die Luft geht, sobald sich Gegner nähern. Er kann am Boden an Wänden und sogar auf Gegnern platziert werden. Oh, da kommt einer. Irgendjemand hat mich gesehen. Da. Oh, Markus! Okay. Alles klar, ich habe das alles im Griff. Es läuft. Hatte ich hier vorne noch Patronen rumliegen? Nee. Kannst du die Streichhölzer nicht einsammeln? Habe ich da eine gesehen? Oh, von oben kommt einer. Warum hast du die Streichhölzer nicht eingesammelt? Mach ich sofort. Warte. Ich versuche jetzt was. Achtung. Er zeigt voll auf uns. Das war witzig. Das ist eine lustige Falle, ne? So. Hat ihr ein Item dabei? Gucken wir hier nochmal rein. Da ist ein Koffer. Eine Schrotflinte. Diese Repartierschrotflinte verfügt über einen kurzen Lauf mit weiter Öffnung, sodass die Schrotkugeln über eine kurze Distanz breit gestreut werden. Pass auf, Falle! Ja, habe ich gesehen. Sehr schön. Ist hier noch was gewesen? He's watching. Er beobachtet uns, wir können nicht weg. Wer denn wohl? Er. Wer? Das ist die Frage. It's a question. Wo ist da vorne? Ist einer. Aber der scheint mich auch nicht zu verfolgen. Ei, nee. Eine Zombie-Frau ist das. Ich gehe mal eben in die Offensive. Oh, das hat gerade noch so geklappt. Oh, sogar ein Checkpoint. Das heißt, wenn wir jetzt irgendwie alle erledigt oder so? Ist den Item da? Nee. Hier war das eine Haus noch, wo wir vorhin raufgeguckt hatten mit dem Balkon. Da sollten wir auch nochmal reingucken vorher, bevor wir jetzt irgendwie Richtung Tor gehen. Hier drin. Hier sind wieder so Schalter. Du drücken kannst. Warte.
Aber das... Oh shit, das ist noch einer. Irgendeiner hat uns gesehen. Nee, doch nicht. Hier ist noch so grünes Gel. Hier ist irgendwo einer. Oder drinnen. Der rauskommt? Vielleicht von der anderen Seite. Shit. Aber der scheint sich nicht umzudrehen, oder? Okay, alles gut. Draußen sind noch welche, oder? Bin ich sicher. Müssen wir gleich mal gucken. Hier ist zum Beispiel noch eine Spritze. Da können wir jetzt noch jemanden benutzen. Dann sind wir sogar bei voller Gesundheit. Mhm. Achso, Qualenbolzen herstellen. Jetzt wird uns noch gesagt, dass wir halt verschiedene Arten von Bolzen für unsere Armbrust herstellen können. Je nach Situation sozusagen. Das werden wir später auch noch ganz oft brauchen. Stimmt, da sieht uns tatsächlich noch einer. Nur der kommt hier nicht nach oben. So, hier nochmal durch. Also ich finde diese Stelle zum Beispiel finde ich sehr stimmig, weil es einfach man weiß, da ist irgendwas und man will nicht so richtig weggehen oder rausgehen und du hast How did you get it open so quickly? You're welcome to give it a try. Please, time is of the essence. It is imperative we find Leslie before anything should happen to it. Experiment number 4. Subject numbers 4 through 13. Brainwave activity diminished, but synchronization achieved. Subjects should begin experiencing a shared consciousness. Previous trials indicated rapid deterioration of consciousness. Their minds became an exquisite mass, an amalgam of mental carrion. I'll have to connect myself if I want to experience their terror before it diminishes. Ich habe mich gerade gefragt, während er das da Experiment Number 4 angeguckt hat, ob wir verwundbar sind, weil das Auge die ganze Zeit oben sich so bewegt hat. Ups, was war das denn? Dieser Leslie, der hat scheinbar, ob die an dem diese ja, ich kann mit dir nicht reden, ne? Du weißt es ja. Also ich glaube, shit, dass bei dem so Versuche gemacht wurden. An Leslie? Ja, ja. Mit diesen Gehirnströme synchronisieren. Das haben die jetzt schon zweimal irgendwie erwähnt gehabt. Okay. So. Da vorne sehe ich einen Gegner. Deswegen gehe ich da bewusst nicht hin. Sondern laufe hier in der Totenkuh vorbei und jetzt zum Tor. Great. There's gotta be something that'll get through this. Maybe a chainsaw or something. Eine Kettensäge, sagt er. Okay. So, und wir wissen ja, dass da... da vorne... was drinne ist, ne? Mhm. Oh, shit, hab ich gesehen. Die Viecher laufen auf Treppen, ne? Ja. Das ist krass. Können die auch Türen öffnen? Pass auf. Hoho! Jawoll, Mann! Zwei auf einmal! So muss das laufen. Das sind immer so die besten Momente im Spiel, wenn man sowas bauen kann. So, und es ist jetzt folgendes. Wenn ich zu unten zu nah rangehe an dieses Tor, dann bricht der Magger hier raus. Und du siehst, was dort liegt, ne?
Kettensäcke. Richtig, die brauchen wir auch. Und deswegen machen wir jetzt einen Trick. Den habe ich, weil das letzte Mal hat er mich immer erwischt deswegen. Und es gibt einen Trick, den man von hier aus jetzt anfangen kann. Erstmal nehmen wir uns das hier. Und wir sehen, wir unten haben wir jetzt 23 von diesen Scrap-Teilen. Ja? Mhm. Und da steht, wenn wir jetzt, also wir können jetzt hier diese verschiedenen Bolzen, die wir jetzt gefunden haben, auswählen. Wir haben Explosivbolzen unter anderem. Einen davon gibt's. Und wir brauchen 3 Teile, um einen solchen Bolzen herzustellen. Jo! Das heißt, ich kann jetzt zum Beispiel, wenn ich den Right-Button drücke, kann ich jetzt hier noch 2 auf Reserve herstellen. Habe jetzt insgesamt 3 Stück davon. Mhm. Und kann das dann gleich benutzen. Aber ich habe gleichzeitig auch noch 2 Granaten. Was ich jetzt als erstes mache, ist, dass ich da unten, während er dann noch angekettet ist, so ein paar Granaten bei ihm reinballer. Der scheint stark zu sein, was? Oha, aber die Ketten sind schon ab. Ach, und jetzt schnappt er sich die Kettensäge auch noch. Genau. Aber hast du jetzt nicht nur 2 reingeworfen? Oh nein, schon weggelaufen. So, warte. Wir können eben kurz noch einen basteln. Oh, der läuft langsam weiter. Ist krass, ne? Oh, scheiße! Jetzt hab ich ist schon tot. Ist schon tot, ja. Das war easy, oder? Ja, gut gemacht. Also ihr könnt offiziell diesen Trick gerne benutzen. Und das erste Mal, als ich das hier gespielt habe, bin ich an dem verzweifelt. Wenn man also weiß, wie man es angehen sollte, sind die Kämpfe meistens ziemlich easy. Aber man muss halt wissen. Und das Coole ist, nachdem der jetzt gestorben ist, sind alle Gegner hier im Dorf auch verschwunden. Ach so. Hier können wir auch die Fackel übrigens noch mitnehmen. Wenn wir die damit... Ich glaube, das haben wir schon mal gemacht in dem Let's Play hier, oder? Wenn wir die einmal mit der Fackel schlagen, dann verbrennen die sofort. Also sind sofort hinüber. Mhm. Aber die Fackel ist dann auch weg, ne? Genau, die ist dann weg. So. Da liegt die Kettensäge und hier liegt noch eine Kiste. Öffne eine Kiste, um ihren Inhalt anzusehen. Ist die Kiste mit einer Falle gesichert, kannst du die Falle entschärfen, indem du die Kiste nur leicht öffnest. In dem Fall... alles gut. Pistole, können wir die nachladen? Ja, da können wir wenigstens eine Patrone nochmal mitnehmen. So. Und dann brauchen wir natürlich die Kettensäge. Kettensäge. In der Zahnung dieser alten, abgenutzten Kettensäge kleben die verschiedensten Überreste. Nett, oder? Schön. Und dafür, dass wir den besiegt haben, kriegen wir 5000 vom grünen Gear. Wow. Also, was haben wir jetzt nicht gesehen? Ich kann das jetzt mal kurz an der Stelle zählen. Der hatte diese Kettensäge und wenn der uns einmal nur berührt, dann sägt er uns immer sofort den Kopf ab. Oh. Das ist ganz schön frustrierend. Und der ist so schnell wie wir. Oh. Aber wir hatten auch eben Glück, weil er so blöd irgendwie zurückgelaufen ist und dann vor diesem Pfosten da stand. Das hatte ich sonst auch noch nicht. Ich meine, der Typ hat Granaten, ja, und kriegt das Ding jetzt nur mit einer Kettensäge auf. Ja. Aber gut. Videospiellogik. So, wo ist denn jetzt der Doktor? Müssen wir ihn holen? Oder können wir einfach so weitergehen? Ach, ich glaube, du kannst weitergehen, der kommt. Wait! Over here! Wait, officer. You must take me with you. Detective. Castellanos. Leslie should be just ahead. It is imperative that we find him. Wie auch immer das geht. Wir haben die Kette durchgesägt. Und das war Kapitel 3. Oh mein Gott. Schon geschafft. Und das, ich würde mal sagen, in einem perfekten Lauf, ne? Ist gut, ne? Ich hätte auch nicht gedacht, dass es so gut klappt. Top, Markus, top. Vielleicht ist es aber euch nicht spannend genug. Aber ich kann versichern, die nächste Folge wird spannend, denn da wird's sehr, sehr blutig und panisch. Und schreiig. Bis zur nächsten Folge. Ciao.